Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Blackguards. Beim letzten Mal haben wir die Horden 4 bis 6 in der Arena überstanden und jetzt werden wir uns schlafen legen. Und am nächsten Tag... Meine Schwester, sie ist wieder wach. Nur ganz aufgeweicht ist sie. Was hat sie? Wonach riecht sie, wäre die bessere Frage. Katonka. Drei kleine Wölfe habe ich ihr geschenkt. Der freundliche Mann. Ich werde 7 Tage fasten. Verdammt. Bereit für den großen Tag? Ihr habt nie am Traumkraut gegeben. Sie hat gebettelt. Ich bin kein Unmensch. Es wird ihr die Angst vor dem Tod nehmen. Sie kann unmöglich kämpfen. Sie wird. Und zwar jetzt. Bitte, dass wir heute sterben, Freund. Na super. Willkommen, Volk von Mengbilla. Heute treten unsere wackeren Gladiatoren gegen die letzten und tödlichsten der 9 Horden an. Die furchterregendsten Geschöpfe Askaniens erwarten sie. Monstrositäten aus den Abgründen der Welt. Na, das klingt können ja toll. Können unsere Helden die unschuldige Aurelia vor ihnen retten? Denn heute muss sie ohne Schutz überleben. Schaudere, Mengbilla, und sie, die unsterblichen Kinder von Araimanius und die Todesräder des Belhalhar. Was zur Hölle? Okay. Die Todesräder des Belhalhar. Gegen wie viele müssen wir denn hier mal kämpfen? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was machen diese Dinger denn, wenn man an den Hebeln zieht? Vielleicht wäre es interessant, das mal rauszukriegen. Okay, Niam macht jetzt automatisch alles, was sie möchte. Okay. So, Alara, sie hat noch immer den Speer in der Hand. Das heißt, ich mache jetzt erstmal den Waffenwechsel. Hä? Wieso sind die Waffensets leer? Das gibt's ja nicht. Oder hat sie da Pfeil und Bogen in der Hand? Okay, Story, vergesst es. Dann würde ich vorschlagen, wir ziehen hier mal durch. 13! Das wollte ich sehen. So, Naurim. Naurim postiert sich. Auf alle Fälle mal vorne. Oder nee, ich ziehe hier auch mal an dem Hebel. Geht das nicht? Nee, anscheinend geht das nicht. Ah, das ist Zurbaran. Im Übrigen, Gottes Willen, ich bin ja ziemlich am Sand hier. Nee, Zurbaran. Mein Freund, du versteckst dich mal hier hinten. Ich weiß nicht, ob das so klug war. So, Naurim. Lass ich hier mal dran drehen. Ich weiß noch nicht, was die machen, aber Todesräder klingt, naja. Okay. Kommen da gleich Flammenlanzen rausgeschossen, oder was? Okay, Takati hat hier einen abbekommen. Postiere Takate, nachdem es hier rausraucht, postiere ich ihn besser mal hier drüben bei Naurim. Ich möchte, dass die Gruppe zusammenbleibt. Er sucht sich hier eine Schussposi. Niam weicht aus, sehr gut. Und sie trifft sogar. So. Auf wen kann sie schießen? Auf ihn hier.
Gute Idee. 11. Nice one. So, Zurbaran. Es steht niemand dicht genug beisammen. So, könnte ich jetzt hier theoretisch, ich hatte doch neu gelernt. Wo ist denn das? Der Falkenauge Meisterschuss. Schutz, Kampf, Fulmen. Obwohl, Fulmen könnten wir mal ausprobieren hier. Obwohl, 12 ASP sind schon ziemlich heftig. Nehmen wir den kleinen für 5 ASP. Und ja, der trifft und killt. So muss das. So, ich würde ja sagen, du wartest hier. Er deckt Zurbaran. Und beendet die Runde. Oh oh. Das könnte kritisch werden. Irgendwo kommt ein Pfeil geflogen, aber Alara weicht aus. Sehr gut. Und wir versuchen einfach mal da dran. Niam weicht wieder aus und schießt und trifft daneben. Halluzinierendes Einhorn weicht aus. Okay. Habt ihr das gelesen? Nice. Ich versuche mich an einem... Wieso kann Alara jetzt nichts mehr? Okay, whatever. Ich versuche ihn einfach so down zu kriegen. So, Zurbaran bekommt hier ganz schön eine gezimmert. Das ist natürlich nicht gut. Ähm, 14 Trefferpunkte, das ist gut. Okay, Takate kann sich um den hier kümmern. Sehr gut, da ist er down. Oh, und er ist vergiftet. Oh oh. Das war jetzt wirklich ein Todesrad hier. Direkt einmal rein in die Gruppe. Sehr gut, er pariert. So, dieser Kollege hier. Todesstoß. Kein Todesstoß. Doch, Todesstoß. Sehr gut. Okay, wie machen wir weiter? Er haut hier einfach mal drauf. Und ist tot. Sehr gut. So. Kann Alara hier auf irgendjemanden noch schießen? Ja, auf ihn hier. Trifft auch wieder. So muss das sein. Und besoffenes Einhorn. Achso, Niam beendet die Runde. Gut. Achso, wenn du vergiftet bist, du kannst doch jetzt mittlerweile... Oh, die Todesräder drehen sich wieder. So, Takate kümmert sich um den hier. Ist er noch? Ja, er ist noch einigermaßen guter Gesundheit. Aurelia ist aber ganz schön angeschlagen, sehe ich da gerade. Oh oh, das wird ein schlechtes Ende nehmen. Zurbaran. Genau, ich wollte ja eigentlich... Aber vielleicht sollten wir erstmal Aurelia heilen. Die müssen wir immerhin beschützen, oder? Ja, nehmen wir einen Balsam. Und der hat auch gewirkt, sehr gut. So. Naurim. Naurim läuft hier dann natürlich direkt wieder in die Räder rein. Ich weiß nicht, wie wir das am geschicktesten anstellen. Aber es bleibt wahrscheinlich keine geschickte Wahl, sondern... Wir müssen einfach schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ach Gott. So.
Treffen wir dieses Mal wieder? Nein, dieses Mal nicht. Kann ja nicht immer so schön sein. So, die Räder drehen sich. Aber es kommt noch kein Feuer raus. Erst in der nächsten Runde wieder, wenn ich das richtig erkannt habe. Naurum kriegt ihr einen leichten Treffer ab. Halb so wild. So, ich begebe mich hier hoffentlich mit Takate aus der Reichweite. Er zieht sich da noch zurück. Okay, Takate kann sich um den da oben problemlos kümmern. So, er ist jetzt nicht mehr vergiftet, das ist gut. Ich überlege gerade, soll ich nochmal was opfern, um jemanden zu heilen? Ich glaube nicht. Mit Niam können wir leider nicht rechnen. Dann ziehe ich mich mal hier zurück, für den Fall, dass das blöde Rato wieder was vorhat mit uns. So, Naurim kommt gerade nicht so hin, geht aber in den Nahkampfangriff. Und wenden. So, und Alara wäre nochmal dran. Ja, trifft wieder für 10. Nice. Okay, Nia macht whatever. Okay, das sieht gut aus. Beeindruckendes Explosion übrigens. So, Takati ist dran. Und wir versuchen es auch hier mit einem Todesstoß. 15 Trefferpunkte. Gut so. Zurbaran macht nichts, würde ich mal vorschlagen. Oder könnte er. Er könnte ein Item nehmen. Hat aber nur den einen Zaubertrank. Na. Dann heile ich mich nochmal mit dem Balsam. Plus 10. Dann zahlt sich nachher aus, dass wir den Trank trinken. So, und hier gibt es ebenfalls auf die Fresse. Und da geht auch schon down. So, Alara kann schon wahrscheinlich von hier hinten nicht... nein, steht ganz genau eins dazwischen. Dann werde ich sie hier in etwa postieren. Das könnte reichen, dass sie in der nächsten Runde angreifen kann. Falls es dann überhaupt noch notwendig ist. Ach so, sie schießt da auf das Einhorn. Das ist es, was es zu bedeuten hat. Sie sieht Einhörner und versucht sie niederzuknüppeln. Okay, nice one. 5 Schadenspunkte nur. Schade, einer mehr und der Maraskana wäre dran gewesen. Naja, die erste Runde überstehen wir gar nicht mal so schlecht. Ja, Naurim brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich stelle ihn hier nur ziemlich weit zurück, damit er nichts abbekommt. So, kann Alara jetzt schießen? Ja. Machen wir ihn safe. Und da ist er down. Puh, Glück gehabt. Beziehungsweise Skill gehabt, natürlich. Okay, das war der erste Kampf. Bleiben noch 2. Welch ein Spektakel! Die 8. Horde ist ein Geschenk unserer Freundin, der begnadeten Chimerologin Telemache. Bestaunt ihre Riesenkaimane. Okay. Und wünscht unseren Gladiatoren Glück. Riesenkaimane. Oh. Niam! Niam! Augen auf! So, sehen wir uns diese Arena mal an. Wir sehen hier 2 Kaimane, 4 Kaimane, 6 Kaimane. Okay. Gut, was ist das hier? Ich drücke einfach mal V. Hier sind Fleischbrocken. Kann man sie damit irgendwie... Und was ist das hier? Ich möchte nur wissen, was passiert, wenn ich das hier mache. Heilwasser! Nice! Das wird uns weiterhelfen. So, Takate. Ich postiere mich hier direkt neben dem Heilwasser mit Takate. So, was machst du? Wenn du nicht mehr heilen musst, dann kannst du ja mal... Alter, die haben 2 Sternchen unten... Feuerschadenresistenz. Körperkraft plus 10, Attacke plus 10. Feuerschadenriese plus 60%. Das heißt, wenn, dann sollte ich einen Fulmen sprechen.
Zauberschaden. Aber vielleicht sieht sie anfälliger auf... Schauen wir mal, ob der Zauber wirkt. Ja, bekommt Schaden und ist eingefroren. So sehe ich das gerne. Ey, Niam, du hast was getroffen. Nice. So, Alara. Der macht sonst was. Takat bereitet sich vor. Dann würde ich sagen, nehmen wir dieses Kroko unter Beschuss. Yep, so macht man das. So, was machen die an Schaden? 9. Aber gut, wir haben Heilwasser. Die gehen fressen. Ich hoffe, die heilen sich dadurch dann nicht. Der ist etwas unentschlossen. Das ist das Gute, wenn wir gegen Tiere kämpfen. Die sind ja nicht intelligent. So, Takate. Haben wir irgendwas, das... Ignoriert die Rüstung bei Kaimanen. Sicherlich nicht verkehrt, wie man sieht. So. Das hat bei dem einen Kaiman schon wunderbar funktioniert. Dann würde ich vorschlagen, auch hier versuchen wir den Corpo Frigo. Ach so, kann er auch nicht auf den hier sprechen. Dann sprich ihn doch auf diesen hier. Sehr gut, ebenfalls eingefroren. Niam hat schon wieder getroffen. Und das Kroko ist verreckt. So. Alara. Yep, hier wird geschossen. Nice. 11 Trefferpunkte. Takate überlebt ebenfalls. Wenn der das frisst, was ist dann gerade passiert? Das habe ich jetzt beim besten Willen nicht gesehen, was da passiert ist. Ach, egal. Wir spielen einfach weiter. Tun so, als wäre nichts gewesen. Und auch dieser Kaiman ist jetzt schon dran. Dran. Weg ist er. So, du trinkst einen Zaubertrank. Das bringt 20, die hebe ich mir aber für den letzten Kampf auf. Das heißt, Zurbaran wird hier nicht mehr zaubern. Und sie hat wieder ein halluzinierendes Einhorn gesehen hier. Der verpisst sich wieder. So, jetzt brauche ich einen angeschlagenen Kaiman. Der ist tot. Der ist ein bisschen angeschlagen und der ist noch gar nicht angeschlagen. Aber der da hinten dafür. Schauen wir mal, ob wir den treffen. Jawohl, und da säuft er auch schon ab. Da kommt dann der nächste. Ja, der ist noch ein bisschen schockgefrostet. So, Naurim. Dann immer feste drauf, würde ich sagen. Nice. Und hier haben wir ebenfalls ein neues Ziel. Oh, ich wollte nicht nur den einfachen Angriff machen, der macht nämlich kaum Schaden. Kannst du dich da im Gestrüpp verstecken, Zurbaran? Wäre mir nämlich jetzt ganz lieb für den Anfang. Okay, sie schießt wieder auf halluzinierende Einhörner. So, welches ist das am stärksten angeschlagene? Dieses hier. Dann werden wir das jetzt einfach mal ausschalten. Genau, so macht man das. So, jetzt kriegt Niam hier mal auf die Rübe. Aber da muss sie jetzt erstmal durch, würde ich sagen. Ich kann sie ja leider nicht steuern. Das ist ein Problem. So, Takate. Nein, ich Idiot. Ich Riesenidiot. Gut, dann muss ich mit Zurbaran doch nochmal heilen. Ändert ja nichts. Jetzt weiß ich auch, was die Säulen hier so machen. Okay, das halluzinierende Einhorn weicht aus.
So, wo sind denn hier noch welche über? Das ist tot. Dieses hier ist das stark angeschlagene. Das bekommt jetzt einen Pfeil ab. Und ist raus. Ah ja, und das eine, das direkt vor uns liegt. Sehr gut. So, Naumen, du wirst jetzt ganz genau aufpassen, weil du gehst jetzt mal hier, hier, hier. Einmal nur über die Spitzen, okay? Sehr gut. So, kannst du ihn noch angreifen? Nein, kannst du natürlich nicht mehr. Du Noob. So, aber jetzt wird wieder hier Todesgestoß gespammt. So, und Zurbaran macht sich jetzt an eine Attacke von hinten. Nutzt aber nichts. Niam! Oh, verdammt, da war ich da kein Mann aus. Na, das war ja klar. Ich versuche jetzt noch einmal durchzuziehen. Ein Schadenspunkt. Und der Kaiman flüchtet. Das ist gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich versuche jetzt nur zu schauen. Also ihm geht's noch gut genug. Gibt es hier irgendwelche? Nein. Dann latsche ich mal so weit vor. Ich möchte mich schauen, ob ich mit den anderen noch heilen kann. Takate ist ja auch einigermaßen gut dabei. Könnte jetzt aber... Nee, kann er nicht. Dann lasse ich ihn bis hier hinlaufen. Runde beenden, weil ich versuche mich noch vorher zu heilen irgendwie. Und du, mein Freund? Ja, er schafft es in der Runde nicht. Er könnte ihm noch eine mitgeben, aber nee, Runde beenden. Passt schon. So. Soll ich sie. Wenn ich jetzt das Kroko abschieße, kann ich mich nicht mehr heilen mit Takate. Ich riskiere es einfach. Schauen, was uns in der nächsten Runde erwartet. So, Kampf gewonnen. Der war eigentlich gar nicht mal so schwer. So, und jetzt kommen wir dann zum dritten, ja, und letzten Kampf für diesen Tag. Seht! Seht! 8 Kämpfe! Und unsere Jungfrau lebt immer noch! Das mag sich schon bald ändern, denn ein Wesen wartet, das noch niemals besiegt wurde. Na, da bin ich ja gespannt. Schaudere, Mengbella, und sie! Zu uns gekommen aus den Untiefen von Araimanius. Die Asselkönigin! Okay. Ja, hier geblieben! Verdammt! So, bevor wir aber in diesen Kampf gehen, mache ich einen Break. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tod der Asselkönigin. Macht's gut, bis bald, euer Chris.